Hallo meine lieben YouTube-Freunde. In diesem Jahr gibt es auf meinem Kanal nicht nur Musikvideos, sondern ich möchte euch gerne teilhaben lassen an dem, was ich sonst noch so mache. Ich bastel gerne und bin immer eigentlich ziemlich kreativ und im Moment bin ich voll dabei zu häkeln und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man so ein Glücksklee macht. Ich habe hier zwei verschiedene Glücksklees. Dies ist einmal mit einer Häkelnadel 2,5 gehäkelt und mit einem dünnen Faden. Und dies ist mit einer Häkelnadel 4,5 gehäkelt, ist aber im Prinzip eigentlich dasselbe. Für das Video nehme ich einen dickeren Faden und häkel dort mit der 7. Weil man kann es einfach ein bisschen besser sehen und auch ein bisschen besser zeigen. Ihr könnt natürlich jede Fadenstärke und jede Nadelstärke nehmen, die ihr gerne möchtet oder die ihr gerade zur Hand habt. Farbe spielt auch keine Rolle. Für dieses Video ist es schon wichtig, dass man ein bisschen Häkelerfahrung hat, weil eben viele verschiedene Sachen darin vorkommen. Gut, dann fangen wir also gleich mal an. So, bei uns auf dem Land heißt das nicht lang schnacken, sondern Kopf im Nacken. Das heißt, wir fangen dann jetzt am besten mal an. Wir machen eine Luftmasche. Mal ein bisschen lang, nicht zu kurz. Ich weiß, das geht auch schöner. So. Und jetzt brauchen wir 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die verbinden wir jetzt mit einer Kettmasche. Also die letzte Masche hier. Faden nehmen und durchziehen. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt häkeln wir 19 Stäbchen in diesen Ring hinein. Also ich zeige hier nochmal Stäbchen, Faden, hier durch, Faden holen, einmal durch 2 Maschen durch und nochmal durch 2 Maschen durch. Das brauchen wir jetzt insgesamt 19 Mal und mit den ersten 3 Luftmaschen ergibt es hinterher dann genau 20. Also 1, 2, 3, 4, 5. 17, 18, 19. So, ich zähle jetzt nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Supi. Dann schließen wir den Kreis mit einer Kettmasche. 1, 2, 3. Dritte Masche hier. Na, jetzt will er nicht. Wie immer. Mit einer Kettmasche schließen. Das ist unsere erste Runde. Wir beginnen dann weiter mit der nächsten Runde und fangen dann wieder an mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Wir stricken die einzelnen Klees immer hin und zurück und das machen wir dann nachher insgesamt 4-mal. Aber das könnt ihr euch gleich, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr das Video weiterguckt. So, jetzt verdoppeln wir die erste Masche, sodass wir hier die erste Verdoppelung haben. Das machen wir jetzt 5-mal. Also, dass wir nachher insgesamt 10 Maschen haben. So, zweite Verdoppelung.
Na, der will nicht. Aber jetzt. Dritte Verdoppelung, also in dieselbe Masche nochmal hinein. Vierte Verdoppelung. Na, störrisch. So, eins, zwei, drei, vier und jetzt kommt die fünfte Verdoppelung. So, jetzt kommt die dritte Reihe. Eins, zwei, drei Luftmaschen und die erste Verdoppelung. Dann in die nächste wieder zwei Stäbchen rein. Eins, zwei und jetzt sechs Stäbchen in jede Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. In die letzten beiden Maschen wieder jeweils zwei. Also verdoppeln. Eins, zwei, eins, zwei. Dann wenden und wieder eins, zwei, drei Luftmaschen und die erste verdoppeln. Und jetzt in jede Masche ein Stäbchen und zwar brauchen wir davon genau 12 Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zwölf und in die letzte Masche wieder verdoppeln. Eins, zwei. So, das wäre jetzt die vierte Reihe. Wieder wenden. Das Ganze wieder wenden. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt die fünfte Reihe. Wir beginnen mit einer Luftmasche. Danach machen wir eine feste Masche. Dann machen wir ein halbes Stäbchen. Also einmal durch und durch alle drei Maschen. Dann machen wir in dieser Masche, verdoppeln wir wieder jeweils ein ganzes Stäbchen. Also einmal und zweites Mal.
Jetzt brauchen wir doppelte Stäbchen. Die zeige ich hier auch nochmal. Einmal den Faden und noch einmal den Faden. Ins Loch, den Faden holen, die ersten beiden Maschen, dann den Faden holen und durch die nächsten beiden Maschen sind jetzt noch zwei und durch die letzten beiden Maschen. Auch hier in dieses Loch machen wir jetzt insgesamt drei doppelte Stäbchen. Also zweimal drum schlingen, ins selbe Loch, Faden holen und durch die ersten beiden, durch die nächsten beiden und wieder durch die nächsten beiden und noch einmal doppelt. So. Jetzt brauchen wir in der nächsten Masche wieder einfache Stäbchen und wieder zwei in eine Masche. Und so. Jetzt kommt wieder ein halbes Stäbchen, also einmal drum, Faden holen und durch alle drei durchziehen. Halbes Stäbchen. Jetzt als nächstes kommen vier Kettenmaschen. Eins, zwei, ich brauche ein bisschen Band. 3, 4. Jetzt fangen wir wieder an mit einem halben Stäbchen. Und in die nächste Masche brauchen wir dann ein doppeltes Stäbchen. Ein halbes, kein doppeltes Stäbchen, sondern einfaches Stäbchen. So, zweimal. Und jetzt in die nächste Masche wieder drei doppelte Stäbchen. Na, zweimal, so. Eins, zwei, erste. Doppelt, wieder in dasselbe Loch. Eins, zwei. Und die dritte. Musste mal eben ein bisschen was wegräumen hier. Jetzt wieder in die nächste Masche zwei Stäbchen. Eins und zwei. Ein halbes Stäbchen in die nächste Masche und eine Kettenmasche, eine feste Masche in das letzte. So, Moment eben. So, hier haben wir jetzt die zwei Bögen gehäkelt. Jetzt kommt unsere letzte Reihe. Wir drehen wieder. Eine Luftmasche. Dann kommt eine Kettenmasche, also durchziehen, eine feste Masche dann in das erste von der letzten Reihe in den ersten beiden Stäbchen kommt in die erste Masche ein halbes Stäbchen und hier in die zweite ein normales Stäbchen. Jetzt haben wir hier von der vorherigen Runde unsere drei doppelten Stäbchen. In das erste doppelte Stäbchen kommen jetzt jeweils zwei einfache Stäbchen.
In der Mitte kommen jetzt 3 doppelte Stäbchen. 1 2 3 Jetzt kommt in das letzte von den 3 doppelten Stäbchen 2 normale Stäbchen. 1 2 Jetzt haben wir hier wieder die beiden einfachen Stäbchen von der letzten Reihe. Dort kommt wieder ein ganzes Stäbchen. Und in der zweiten kommt ein halbes Stäbchen. Nun häkeln wir jeweils 2 feste Maschen 3-mal zusammen. Das geht wie folgt. Einmal durchziehen, in die nächste Masche auch einmal durchziehen und alle 3 Maschen mit einem Faden durchziehen. Das machen wir jetzt insgesamt 3-mal. Einmal haben wir schon. Jetzt einmal, 2-mal. Jetzt haben wir hier wieder 3 und nehmen den Faden und ziehen wieder durch alle 3 durch. Jetzt haben wir das zweite Mal und jetzt brauchen wir das dritte Mal. 1, 2 und durch alle 3 durchziehen. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir von der vorderen Reihe sind, hier wieder die 2 Stäbchen. Und da machen wir es genauso wie eben. Ins erste Stäbchen kommt ein halbes Stäbchen. Und hier kommt wieder ein normales Stäbchen. So, jetzt haben wir von der Vorderreihe hier wieder die 3 doppelten Stäbchen. In das erste der 3 doppelten Stäbchen kommen 2 normale Stäbchen. Und in der Mitte kommen wieder 3, ich brauche noch mal Faden, 3 doppelte Stäbchen. Na, den muss ich nochmal machen. Der ist abgehauen. 1, so. Einmal, 2-mal, 3-mal doppelte Stäbchen. Zweites doppeltes Stäbchen. Und drittes doppeltes Stäbchen. Eins, zwei, drei. In die beiden Stäbchen der letzten Reihe kommen jetzt wieder ein einfaches Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche und eine Kettmasche. So. Das ist das erste Kleeblatt. Das ist jetzt sehr groß, weil ich, wie gesagt, zum Zeigen lieber die etwas dickere Wolle nehme. Man kann es einfach besser sehen. Davon macht ihr jetzt 4 Stück und ich zeige euch gleich noch das nächste und dann braucht ihr eben noch die andere Seite nachher zusammennähen, mit Füllwatte füllen und dann ist es auch fertig. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil.
Erstmal müssen wir einen Faden abschneiden. Einmal durch. Festziehen. Und hier ist dann das erste. So, wir machen jetzt das zweite Kleeblatt. Fangen wieder auf der Seite an. Hier ist der Faden hinten, damit das ein schönes gleiches Bild ergibt. Wir fangen wieder an, einmal den Faden hier durchholen. Drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und in die erste Masche mit einem Stäbchen wieder verdoppeln. Wir brauchen jetzt wieder fünf Verdopplungen. Fünf, sodass wir jetzt insgesamt 10 Stäbchen haben. Wir wenden wieder. Jetzt kommt die dritte Reihe. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und in die erste Masche gleich die erste Verdopplung. Und die zweite Masche auch noch verdoppeln. Jetzt brauchen wir wieder 6 feste Maschen. Nicht 6 feste Maschen, sondern 6 Stäbchen natürlich. 6. Und die letzten beiden Maschen werden wieder verdoppelt. Eins. Das wäre jetzt die dritte Reihe. Wir wenden wieder. Und beginnen wieder mit 1, 2, 3 Luftmaschen. Jetzt die erste verdoppeln. Und jetzt brauchen wir wieder 12 Stäbchen, in jeder Masche eine. Elf und so, 12. Die letzte verdoppeln wir wieder, genau. Wie vorher. So, jetzt haben wir die 1, 2, 3, vierte Reihe. Und jetzt sind wir bei der fünften. Und das war ja etwas komplizierter, aber auch gut zu schaffen. Wir fangen an mit einer Luftmasche, eine feste Masche, in die nächste ein halbes Stäbchen und in die dritte Masche 2 normale Stäbchen. In die nächste Masche brauchen wir wieder 3 doppelte Stäbchen. Und 2. Und 3.
Und in die nächste Masche brauchen wir jetzt wieder 2 einfache Stäbchen. Und jetzt brauchen wir wieder ein halbes Stäbchen. Und da hatte ich mich in dem ersten Abschnitt versprochen, wir brauchen hier natürlich keine festen Maschen, Kettenmaschen, sondern 4 feste Maschen. Das ist schon fast schon wieder passiert. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir wieder ein halbes Stäbchen und in die nächste Masche wieder 2 ganze Stäbchen. Und jetzt brauchen wir wieder 3 doppelte Stäbchen in eine und dieselbe Masche. So, 1, 2, 3. Wieder 2 Stäbchen in die nächste Masche. Ein halbes Stäbchen. Eine feste Masche in die letzte Masche. Und eine Wenden und eine Luftmasche. So, und jetzt sind wir schon bei der 6. und letzten Reihe wieder angelangt. Eine Kettenmasche. Also einmal durchziehen. Eine feste Masche. Dann eine halbe und ein normales Stäbchen. So, jetzt sind wir hier wieder bei dem Hügel angelangt, bei den 1, 2, 3 doppelten Stäbchen von der vorherigen Runde. In das erste Stäbchen kommen 2 feste Maschen. In das dritte kommen wieder 3 doppelte Stäbchen. Eben feste Maschen gesagt, nein. So, nun kommen 1, 2, 3. In den letzten Stäbchen kommen dann wieder normale Stäbchen, 2 Stück. Dann in die nächste ein normales und in die nächste ein halbes Stäbchen. Jetzt häkeln wir wieder jeweils 2 Maschen zusammen. Eins, zwei und dreimal durch. Eins, zwei, einmal durch. Eins, zwei und einmal durch. So, dreimal, dann sind wir hier wieder bei den, Moment. Das haben wir jetzt dreimal gemacht und dann sind wir hier wieder bei den ersten beiden Stäbchen von der letzten Runde. Und da häkeln wir dann als erstes ein halbes Stäbchen und in die zweite ein normales Stäbchen. Sodass wir jetzt wieder bei den 3 doppelten Stäbchen von der vorherigen Runde angelangt sind. In die erste Masche werden jetzt wieder 2 normale Stäbchen
gehäkelt. 1, 2 und in die Spitze in der Mitte kommen dann wieder 3 doppelte Stäbchen. 1, haben wir zu wenig. 2, einmal Band und 3. Jetzt kommen wieder in das letzte doppelte Stäbchen der vorherigen Reihe 2 normale Stäbchen. Dann in die nächste Masche 1 normales Stäbchen, 1 halbes Stäbchen, 1 feste Masche und 1 Kettmasche und fertig ist schon das zweite. Abschneiden, Band durch, stramm ziehen, ja, Fäden vernähen. Ich glaube, das kann man jetzt ganz gut sehen. Die anderen beiden könnt ihr alleine. Und das gleiche brauchen wir dann nochmal, um es dann nachher zusammenzunähen und mit Füllwatte zu füllen. Ja, und ich zeige euch dann nachher das. Das Glücksklee ist nun fertig. Ich habe beide Seiten zusammengenäht, mit Füllwatte gefüllt. In der Mitte habe ich noch eine Applikation reingesetzt. Das ist eine einfache Luftschlange, die ich zusammengenäht und draufgenäht habe. Anstelle dessen könnt ihr aber auch alles benutzen, was ihr gerade so zur Hand habt. Hier habe ich eine rote Perle noch übrig gehabt. Und bei dem kleinen hier habe ich auch noch mal ein bisschen Schmuck in die Mitte reingesetzt. Oder eine Holzkugel, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Ja, und dann habe ich zum guten Schluss noch ein bisschen was draufgestickt. Viel Glück! Eure Anne und viel Spaß beim Selbermachen.